So, jetzt mal ein kleines Update. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich bereits den Korpus schon zusammengeleimt. Ich habe hier auch schon ein bisschen was mit Silikon abgedichtet. Das trocknet jetzt gerade, weil ich zu wenig Gewicht habe, habe ich hier einmal die Maschine und einmal hier hinten den Handhobel draufgestellt, damit es schön runtergedrückt wird. Im Moment mache ich jetzt hier die Griffe. Die brauchen wir später zur Verriegelung und wie ihr sehr gut sehen könnt, in dem Loch ist ein Gewinde. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das da hineinschneide. Hier sind wir an meiner Bohrmaschine. Ich habe hier oben diesen Deckel. Ja, kann man noch sehen, leicht. Da wo halt die Verstellung für die Riemen und so drin sind. Aufgemacht und hier den Notauseimer gedrückt. Hier habe ich jetzt meinen Gewindeschneider M6 mal 1, also die Steigung von 1. Es gibt auch noch feinere Gewinde, zum Beispiel 0,75. Das braucht man aber nur im Metallbereich eigentlich. Hier habe ich jetzt meinen Klotz. Der ist aus Hartholz, aus Buche. Den habe ich 30 mal 50 auf so 18 mm geschnitten. Ihr könnt auch Eiche oder so nehmen, es muss jetzt nicht Buche sein. Und hier habe ich meinen Maschinenschraubstock. Das Loch habe ich mit 4,5 vorgebohrt. Vergesst eure Metalltabellen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das schneidet. Ich setze hier den Gewindeschneider an. Jetzt habe ich hier an meinem Handhebel immer einen Druck, permanenten Druck und drehe oben die Spindel. Aufgemacht. Das ist übrigens auch ein Qualitätsmerkmal von, finde ich, von einem Bohrfutter, wenn man ohne zu kontern das einfach aufmachen kann. Dann ist nämlich leichtgängig. Jetzt nehme ich hier mein Holzstück mit dem Gewindeschneider, spanne das Ganze hier in meinen Akkuschrauber schön fest. Und jetzt drehe ich ganz langsam hier das Gewinde rein. Bis es nämlich weitergeht, aber vorsichtig. So, nicht zu weit, das reicht. Im Akkuschrauber habe ich es jetzt gerade vorher nicht rausbekommen. Deswegen spannen wir jetzt unser Stück entweder in den Schraubstock oder hier in die Vorderzange. Jetzt nehme ich hier das Windeisen, setze es hier drauf. Drehst dann vorsichtig zurück. Es geht ein bisschen schwer, weil die Späne, also das Holz, das verklemmt sich da drin so ein bisschen. Und so bekommt ihr dann hier ein perfektes Ergebnis. Das sind solch sogenannte Maschinengewindeschneider. Die müssen bloß einmal. Also da gibt es bloß einen Gewindeschneider. Gibt ja auch Gewindeschneider, da muss man dreimal. Die haben dann hier unten solche Striche. Ich habe mir mal das ein ganzes Set gekauft. Von denen, die sind gut für Holz, Metall habe ich sie noch nicht ausprobiert. Ich habe die Absauganlage jetzt soweit fast fertig gebaut. Also der Korpus steht. Ich zeige es euch mal. Nicht wundern, wenn hier Nebengeräusche sind. Ich habe das Fenster offen. Das Silikon, das riecht schon sehr intensiv. Also hier haben wir einmal den Zyklon. Da habe ich jetzt den Anschluss zur Turbine schon hergestellt. Und dieses Rohr, das habe ich zwar genau auf 50 mit dem Kreisschneider ja, geschnitten, gebohrt, wie auch immer. Und habe es aber auch nochmal extra abgedichtet mit Silikon, dass halt das dicht ist, weil wenn hier eine Undichtigkeit ist, das ist nicht so gut. Genauso wie hier überall habe ich alles abgedichtet. Die Silikonfugen jetzt nicht so drauf achten, die sind nicht so schön. Denn ich habe vorne die Spitze für die Silikontube, habe ich keine mehr.
Deswegen musste ich das so rausdrücken und dann mit dem Finger verteilen. Deswegen sieht es so ein bisschen komisch aus. Hier habe ich noch eine Naht gezogen und hier. Hier habe ich ein bisschen mehr machen müssen, denn hier hinten ist mir eine Schraube von dem Korpus, vom Festschrauben, ja, so ein bisschen Seite raus. Also ich habe wahrscheinlich schräg gebohrt und einmal hier bin ich auf die Schraube getroffen. Naja. Dann hier im nächsten Fach. Das ist einmal der Staubsaugerbeutelfach. Hier habe ich auch alles abgedichtet. Den kann man hier mit diesen Schiebeklötzen ganz einfach wegnehmen. Und hier dieses Gitter soll einfach verhindern, dass der Staubsaugerbeutel nicht in die Turbine gesaugt wird. Dann hier im nächsten Schritt ist die Turbine. Hier habe ich zwar auch alles abgedichtet, aber ja, das hätte nicht sein müssen. Ich habe es halt gemacht, dass ich einmal hier wirklich sicher bin, dass dieses Fach und dieses Fach hier unten dicht ist. Denn die zwei Fächer, also einmal da, wo der Staubsaugerbeutel ist, hier und hier unten, wo der Spänebehälter nachher reinkommt, die müssen absolut luftdicht sein. Das Fach mit der Turbine natürlich nicht, weil da kommt die Luft raus. Und hier unten habe ich dann dieses Fach. Das habe ich auch komplett nochmal abgedichtet überall. Denn man hat irgendwo, man sieht es hier, ist ein ganz kleiner Spalt. Ja, das ist halt so. Die Sägen sind ja die allergenauesten, genau mein, also gerade meine, weil meine ist eigentlich eine Baukreissäge. Ich habe sie zwar genau eingestellt, so gut es ging, aber irgendwo im Sägeblatt ist immer ein bisschen Spiel. Deswegen. Ich werde hier nachher noch ein Loch einbohren, da kommt dann eine Kabeldurchführung durch. Nach hinten zu dem Zyklon. Ja, dann die Absauganlage, die ich letztens gelötet habe. Die wird auch hier oben drauf kommen. Seht ihr dann in dem Video. Ich habe hier auch schon Rollen drunter geschraubt. Ich habe die einmal hier in den Korpus, in diese Seitenwände reingeschraubt. Da habe ich lange Schrauben verwendet. Und einmal hier, da habe ich ganz kurze Schrauben verwendet. Hier habe ich den auch einmal verschraubt. Ich habe mir hier alle Linien angezeichnet. Und ich habe die hier so tief gesenkt, weil ich werde die nachher zuspachteln. Dann werde ich das verschleifen. Und dann wird es mit dem speziellen Lack, wo ich euch dann noch zeige, lackiert. Deswegen habe ich die hier so tief gesenkt. Das ist so ein kleiner Trick. Und hier, dieses Brett habe ich ja auch in einem Video gemacht. Falls du es nicht gesehen hast, guck in der Videobeschreibung nach, da habe ich dir das verlinkt. Und jetzt seht ihr mal, wie das hier nachher drauf kommen soll. Also hier sieht man auch schon, kommt hier so ein bisschen Licht durch. Wenn man dann die Lampe nimmt, machen wir mal das Licht aus. Sieht man schon, wie das hier schön beleuchtet. Soll ja dann mit den LEDs geschehen. Ich werde jetzt alles für die Lackierung vorbereiten. Also das Spachteln, Schleifen und so. Und die Blenden vorne werde ich einpassen. Einmal mit den Schlitzen hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen uninteressant für euch. Jetzt sind wir so weit, dass wir ans Lackieren gehen können. Ich werde alles vorbereiten, denn ich werde es hier in meiner Werkstatt lackieren. Einfach wegen der Wärme. Draußen ist recht kalt und in meiner Lackierkabine hat es keine Heizung. Deswegen werde ich es hier lackieren. So, als Lack werden wir einen Warnex Strukturlack verwenden. Und zwar in der Rahlfarbe 7016, das ist so ein leichtes Grau. Also den gibt es ja auch in Schwarz und in Weiß. Ja, Schwarz, da sieht man den Staub und bei Weiß, das hier ist eine Werkstatt. Wenn man da schmutzige Finger hat, dann ist das Weiß schnell schwarz. Deswegen habe ich mich für Grau entschieden und dieser Lack, der hat ja so eine Struktur und der wird oft bei Lautsprechern verwendet, als bei hochwertigen Lautsprechern. Dieser Lack ist ja sehr widerstandsfähig, weil die Lautsprecher und so, die müssen ja sehr robust sein, also die müssen Stößchen so aushalten. Deswegen ist der Lack ganz gut. Der ist made in Germany,
hier ein bisschen verdrückt schon angekommen. Und um diese spezielle Struktur herzustellen, braucht man so eine spezielle Walze. Also so einen Walzenaufsatz. Das habe ich in einem Set gekauft. Ich habe hier einmal ein Kilo und dann habe ich nochmal ein Kilo. Das Ganze werden wir ja mit der Rolle machen. Deswegen habe ich hier eine Tüte und hier so ein Farbteil. Werden wir das hier so einpacken. Dann können wir hier mit unserer Rolle das so hinmachen und dann, wenn wir fertig sind, können wir es praktisch auspacken und haben eine neue Schale. Jetzt entfernen wir hier mal die Klammern. Gutes Vakuum auf jeden Fall. So sieht er aus. Der ist so ein bisschen puddingartig, also nicht ganz flüssig. Machen wir gleich mal das Fenster auf, weil der riecht ein bisschen. Ja. Jetzt werden wir das hier mal versuchen. Ich werde jetzt die ganzen Blenden streichen. Einmal, also ja, streichen ist es glaube ich schon. Dann werde ich die beiseite legen, 10 Minuten antrocknen lassen. Dann kommt die zweite Schicht drauf. Und wenn ich dann noch eine Schicht drauf haben will, warte ich 20 Minuten dazwischen. 3 Schichten, das müsste normalerweise ausreichen. Und dann kommt der Korpus, also die Absauganlage an sich. Zuerst alle Blenden, dann die Absauganlage. Ich habe die Absauganlage jetzt komplett zusammengebaut, alles montiert, die Griffe hier, dieses Blech oder ja, Lüftergitter, damit es einfach schöner aussieht. Die ganze Elektrik oben ist jetzt auch eingebaut. Das lasst ihr bitte von einem Fachmann machen, weil wenn ihr das nicht richtig anschließt oder falsch anschließt, kann sein, euch brennt irgendwann mal, das kann auch 2 Wochen später sein, durch einen Kurzschluss oder so. Euch brennt die ganze Absauganlage ab, gerade mit dem feinen Staub, der sich auch hier unten drin sammelt. Und dann brennt am Ende euch die ganze Werkstatt oder sogar das ganze Wohnhaus ab. Das wäre natürlich nicht schön. Deswegen lasst es von einem Fachmann machen. Ich habe hier einmal 3 Steckdosen. Die sind an Strom angeschlossen. Hier habe ich einen Schalter, der steht jetzt auf 0. Das heißt Automatikbetrieb. Also diese 3 Steckdosen hier werden überwacht. Wenn ich hier ein Gerät anschließe, zum Beispiel meinen Extenderschleifer, wenn ich dann meinen Extenderschleifer in Betrieb genommen habe, schaltet die Absauganlage automatisch mit ein. Wenn ich den Extenderschleifer ausschalte, läuft die noch mit einer gewissen Zeit nach, damit hier auch euer Schlauch leer gesaugt wird. Schalterstellung 2. Ich schließe hier ein Gerät an, zum Beispiel eine Heißklebepistole. Dann will ich ja nicht, dass die Absauganlage mit angeht, das wäre unnötig. Das ist die Schalterstellung 2, da sind hier die an Stromnetz angeschlossen. Die Absauganlage geht aber nicht mit an. Dann Schalterstufe 1 ist Handbetrieb. Das heißt, ihr wollt euren Boden oder so saugen, dann saugt die Absauganlage die ganze Zeit, wenn der Schalter auf 1 steht. Hier oben den Deckel kann man abnehmen, mit diesen Kistenverschlüssen hier seitlich. Dann habe ich hier einmal 3 Fächer. Das erste Fach ist der Staubsaugerbeutel innen drin zur Feinfilterung. Kann man hier auch ganz einfach wieder dran machen. Hier im zweiten Fach ist die Absaugturbine. Die habe ich jetzt hier noch mit so Dämmwolle und so alles schön ausgedämmt mit so Schallschutz. Und hier habe ich noch so ein Filtervlies von einer Dunstabzugshaube eingeklebt,
damit es von vorne einfach schön aussieht. Die Schlitze hier seitlich, wo dann die Unterlegscheiben eingreifen, die habe ich mit einem Fein gemacht. Das ist so ein, also mit so einem Multimaster, so ein Universalgerät. Hier ist der Spänebehälter. Da sind die ganzen Späne drin. Wie gesagt, hier ist auch Feinstaub und das ganze Zeug, das euch, also da, es kann leicht Feuer fangen. Beim Reinschieben schön langsam, denn da kommt relativ viel Luft euch entgegen und somit auch Staub. Hier habe ich übrigens noch solche Dichtungen eingeklebt. Hier dieses Stück habe ich adaptiert von meinem Schlauch auf dieses HT-Rohr. Da habe ich einfach ein Gegenstück von dem HT-Rohr genommen, so ein kleines Reststück. Habe da innen drin einen Holzkreis reingeschnitten, habe das eingeklebt und habe dann den inneren Holzkreis so dick ausgeschnitten, wie hier euer Schlauch ist, und habe das Ganze dann mit Heißkleber verklebt. Das hält hier auch bombenfest. Hier oben habe ich einmal das Logo, das wird beleuchtet. Da habe ich innen drin einfach eine LED-Kette genommen. Die kann ich einmal per WLAN steuern oder hier mit so einer Fernbedienung. Aber mit der Fernbedienung ist halt der Nachteil, ich kann es jetzt nicht hier ausschalten oder so, oder wenn ich hier vorne stehe, sondern ich muss immer auf das Teil draufhalten. Deswegen habe ich das per WLAN genommen. Ich hoffe, dir haben jetzt die verschiedenen Videos gefallen. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit, wie einfach die Absauganlage zu bauen ist. Und zwar finde ich die Absauganlage sehr einfach zum Bauen. Die größeren Teile hier, wie die Seitenwände und die Rückwand und vielleicht auch der Boden und der Deckel, sind jetzt nicht die einfachsten Teile. Wie gesagt, ich habe hier alle Teile, die man außen sehen kann, bei einem Schreiner zuschneiden lassen auf so einer großen Doppelkreissäge mit zwei Sägeblättern, damit die einfach wirklich exakt passen und so. Denn mit meiner Tischkreissäge, da bist dann irgendwie 2-3 mm oder 2 mm daneben, denn die ist ja immer noch eine Baukreissäge und keine richtige Tischkreissäge, und dann ist da ein Spalt oder so oder passt es nicht von der Dichtheit her. Deswegen habe ich die äußeren Teile alle bei einem Schreiner zusägen lassen und die inneren Teile habe ich selber gemacht. Hier diese Verschlussmöglichkeit, die ist ganz einfach. Die Platten sollen auch nicht zu fest sitzen, die sitzen hier bei mir relativ locker, also haben viel Luft, denn durch das Vakuum saugen sich die Platten, die dicht sein müssen, einmal die hier oben, die hier unten muss auf jeden Fall dicht sein, sonst funktioniert der Zyklon nicht. Die hier oben muss bloß dicht sein, sonst habt ihr Verluste wegen der Saugleistung. Und dann saugt ihr hier Luft und lässt sie unten wieder raus. Und hier unten, wenn hier halt eine Undichtigkeit ist, funktioniert der Zykloneffekt nicht mehr. Das Vakuum, das zieht wirklich die Platte richtig dran an die Dichtung. Wenn die zu arg, also wenn ihr hier die Spannung hier am Anfang zu arg macht, dann setzt sich die Dichtung, also das heißt, sie komprimiert sich nach einer Zeit von selbst und dann kann es nicht mehr abdichten. Im Allgemeinen, die Absauganlage ist sehr einfach zu bauen. Die Bauanleitung ist auch sehr detailliert, gibt viele Tipps. Über die Elektrik hat sie keine Anleitung, was ich auch verstehen kann, denn jeder ist ja selber für sich verantwortlich. Aber die Maße und alles wurden eingehalten. Sie funktioniert wirklich perfekt. Es gibt ein schönes Video dazu, wo hier alles erklärt wird. Es gibt auch noch einen großen Bruder, der ist dann ein bisschen höher, hat einen größeren Spänebehälter und so. Ist einfach für größere Werkstätten gedacht, dass man nicht so oft hier unten das lernen muss. Ich finde aber die Größe, die passt auch schon. Mir wäre sie schon fast ein bisschen zu groß. Ich habe jetzt auch gucken müssen, wo ich sie hinstelle. Ich wollte sie eigentlich erst woanders hinstellen, aber jetzt hat sie halt bloß hier reingepasst. Was hat mich die Absauganlage jetzt gekostet? Also für das Holz habe ich vielleicht
knappe 100 Euro zahlen müssen. Ja, im Moment ist der Holzpreis auch so hoch. Ich habe jetzt kein Multiplex verwendet, sondern so eine Art anderes Multiplex, so ein Sperrholz-Multiplex. Dann die HT-Rohre, die Steckdosen, hier dieser Schalter und so. Ja, vielleicht nochmal 40 Euro oder so. Die Steckdosen sind recht teuer, die kosten drei Stück bestimmt 30 Euro. Der Schalter kostet auch nochmal 10 Euro, ja so 50 Euro. Den Schlauch hatte ich schon. Kann ich jetzt nicht mit einberechnen. Hier, das waren Reststücke. Das hier hatte ich auch noch. Die Filterin auch noch. Die Dämmmatte habe ich geschenkt bekommen. Dann für die Spänebox in das MDF, das hatte ich auch noch. Das war in meinem Lager. Ja, das sind vielleicht auch nochmal 4-5 Euro. Dann die Rollen, die hatte ich zwar auch, aber die sind auch, glaube ich, nicht so billig. Also ich sag mal so im Großen und Ganzen bestimmt 200, 230 Euro. Mit der Abschaltautomatik, die ich noch drin habe, kostet nochmal 50 Euro mehr. Dann habe ich noch LED rein verbaut, das hat dann auch nochmal 15 Euro gekostet. Und das Epoxidharz hat jetzt in der Menge vielleicht auch nochmal 5 Euro gekostet. Ich habe jetzt noch relativ viel übrig. Der Lack, der war auch teuer. Der hat ungefähr auch nochmal 50 Euro gekostet. Ich schreibe euch jetzt mal den genauen Preis, wo ich genau ausgerechnet habe, ins Video rein. Dafür habt ihr jetzt aber eine Absauganlage, die hält, wenn ihr sie gut gebaut habt, eigentlich euer ganzes Leben, denn nur die Turbine hier innen drin kann kaputt gehen. Der Filtersack, der kostet auch nicht viel da oben drin. Und wir haben ja alles so gebaut, dass es austauschbar ist oder das ist so in der Bauanleitung beschrieben. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu der Absauganlage oder irgendwas Spezielles wissen wollt, Maße und so werde ich natürlich nicht nennen, denn ich habe ja die Absauganlage nicht erfunden. Deswegen ja, kann ich das auch nicht machen. Ich habe ihn auch ja damals angeschrieben vor zwei Monaten, wo ich die gekauft habe, die Pläne dafür, und habe gefragt, ob ich ein Video drüber machen darf. Dann hat er geschrieben, also der Let's Bastel, ja, ich darf das machen, aber ich soll halt nicht so detailliert darauf eingehen. Deswegen seid jetzt nicht so böse, wenn ich nicht so ganz detailliert auf alles eingegangen bin. Ich habe ja die Absauganlage nicht erfunden. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.